Hallo! Die Hauptaspekte der Forschungsarbeiten im Geschäftsfeld Bauteilsicherung und Leichtbau befassen sich mit der Ermittlung des Verformungs- und Versagensverhaltens von Strukturbauteilen. Ich habe hier ein solches. Dabei handelt es sich um die Rückwand eines Airbag-Gehäuses. Diese Rückwand, dieses Teil, wurde in einer Prüfmaschine fixiert und dann unter Impact-Belastung getestet. Und wir sehen jetzt hier, wenn man näher rangeht, dass es sich hier um ein recht komplexes Versagensbild handelt. Und es ist erkennbar, dass es sich um einen faserverstärkten Werkstoff handelt, aus dem dieses Bauteil ist. Das ist ein Polypropylen mit einer Glasfaserverstärkung, sogenanntes LFT. Warum interessiert uns das Verformungs- und Versagensverhalten überhaupt? Ja, das dient dazu, bei der Bewertung Belastungsgrenzen zu kennen, unterhalb derer es eben nicht zu großen Verformungen kommt oder zu Strukturversagen. Im Normalfall führte man mit so einem Validierungsversuch und Ergebnissen, die man aus Standardproben entnimmt, die Bauteile entnommen sein können, Materialmodelle, die dieses komplexe Versagen dann vorhersagen können. Nicht immer stehen Bauteile in ausreichender Menge zur Verfügung, deswegen behilft man sich auch hin und wieder mit bauteilähnlichen Proben. Man sieht es hier, eine solche, die ist dann dadurch gekennzeichnet, dass sie charakteristische Merkmale aufweist wie Kerben oder, wenn man hier innen reinschaut, auch die Strukturen oder Versteifungen, Rippen eines solchen Bauteils. Und so kann man auch mit dieser Art von Bauteilproben und den Standardproben wichtige Informationen für Materialmodelle gewinnen. Okay, Mikroproben wie diese hier erlauben uns die lokale Betrachtungsweise. Mikroproben deswegen, weil ihre Länge hier ca. 3,5 mm beträgt und im Prüfquerschnitt eine Breite von 0,3 mm erreicht wird. Diese Mikroproben können in einer speziellen Vorrichtung getestet werden. Hier haben wir eine solche Vorrichtung. Die Mikroprobe wird eingelegt und die Spezialität dieser Belastungsvorrichtung ist, dass bereits mit wenigen Metern pro Sekunde Belastungsgeschwindigkeit auch sehr hohe Dehnraten erzeugt werden können. In dem Versuch nehmen wir die Verformung und das Versagen mit Hochgeschwindigkeitskameras auf, was insbesondere bei schnellen Versuchen notwendig ist, aber auch bei schnellen Versagensvorgängen. Was man dann in so einem Versuch sieht, haben wir vorbereitet und möchte ich Ihnen hier an dem Video gerne demonstrieren. Wir sehen hier die Probe durch die Hochgeschwindigkeitskamera, wie sie in dieser Achse, also axial, belastet wird. Probe wieder auseinandergezogen und man sieht hier in diesen hellen Bereichen, in den Matrixbereichen, dass es zu Mikrorissen, Mikroschädigungen kommt und wie am Ende nach einer sehr hohen Verformung auch hier die Glasfasern aus dem Werkstoff herausgezogen werden. Das sind alles Vorgänge, die die Energieaufnahme eines Werkstoffs beeinflussen. Und Versuchsserien machen wir natürlich jetzt unterschiedlicher Art, mal langsam, auch mal schnell, immer im Hinblick auch auf die Crashbewertung. Und hier sieht man im Vergleich eine quasi statische Bruchfläche einer solchen Mikroprobe und eine dynamisch belastete Bruchfläche oder Probe. Und die Bruchflächen, insbesondere für das geübte Auge, zeigen, dass in den hochbelasteten Bereichen ein duktileres Verhalten, Matrixverhalten und Verformungsverhalten bei unter dynamischer Belastung zu verzeichnen ist, als im Bereich unter der quasi statischen Belastung. Das sind Hinweise, die für die Modellierung dieser Werkstoffe im Hinblick auf die Crashbewertung von großer Bedeutung sind, aber nicht nur in der Automobilindustrie oder für Anwendungen in der Automobilindustrie ist diese Art von Technik hilfreich. Okay, wie ein Bauteilversuch nun abläuft und was man da sehen kann, möchte ich gerne in diesem Video zeigen. Wir haben hier zwei dieser Bauteile sogar im Video und diese werden jetzt jeweils in der axialen Richtung nach Start belastet. Das ist der
Kolben, der mit einer hohen Geschwindigkeit, nämlich 1,35 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit auftrifft hier auf das Bauteil und dann zu Schädigung führt. Das ist auch so ein typisches globales Verhalten, ist, dass es durch Werkstoff, also durch die Faserorientierung, aber auch in dem Fall auch sehr stark durch die Geometrie das Versagen getriggert ist. Man möchte natürlich auch immer wissen, nicht nur, was sieht man an der Oberfläche, sondern was passiert eigentlich während der Schädigung auch im Werkstoff. Und das sehen wir jetzt hier in diesem Video. Das ist ein Video einer Thermografieaufnahme. Thermografie in dem Fall Hochgeschwindigkeits-Infrarot-Thermografie, in dem wir bei, insbesondere in den hellen Bereichen Temperaturen messen können, die uns Aufschluss geben über die Erwärmung und somit auch die Energie, die aufgenommen und auch im Versagensfall dissipiert wird. Hier haben wir wieder eine Mikroprobe. Die sieht sehr ähnlich aus wie die, die ich vorhin gezeigt habe. Von der Länge her ist das vergleichbar, 3,5 mm, aber diese ist tatsächlich noch dünner im Prüfquerschnitt im Bereich von 100 µm in dieser Richtung. Auch diese Probe kann geprüft werden in meinem Mikroproben-Setup. Das sieht alles sehr ähnlich aus, hat aber eine ganz andere Zielsetzung. Hier geht es nicht um die einsinnige Belastung, schnell oder langsam, sondern um die zyklische Belastung, wie sie in Ermüdungs- oder Ermüdungsbeanspruchung auftreten kann. Darum geht's. Und wir beobachten auch wiederum mit einer Videokamera, was mit so einer Probe während der Belastung passieren kann. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, sehen wir oben eine reale Probe und die belastet wird in axialer Richtung wieder und unten die entsprechende Simulation dazu. Wenn ich das Ganze starte, sehen wir unter dieser einmaligen Belastung des Bruch hier, dass sich an den Fasern an bestimmten Stellen und an der Grenzschicht Schädigung einstellt und Risse bilden. Und das Gleiche sieht man ganz schön auch unten in der Simulation. Wenn man jetzt hier in der Simulation auf die hellen Bereiche schaut, dann sind das tatsächlich die Fasern, die wir auch oben sehen, die 1:1 abgebildet worden sind. Die Runden, die hier zu sehen sind, schauen uns an. Und die mehr Ellipsoiden, das sind angeschnittene Fasern, die mehr in Längsrichtung liegen. Nun sind diese Simulationen und Animationen immer sehr schön, um Schädigungsentwicklung darstellen zu können. Jedoch steckt natürlich hinter jedem dieser bunten Bilder dann auch ein Werkstoffmodell, was hier in der Übersicht mal zu sehen ist. In diesem Werkstoffmodell gehen wir von repräsentativen Volumenelementen aus, die genau das Schädigungsszenario beschreiben, was wir in dem bunten Bild gesehen haben. Und dieses Ganze von der statischen auf die zyklische Ebene zu erweitern, ist praktisch Gegenstand aktuell laufender Arbeiten. Das zeigt uns im Prinzip, dass je nach Fragestellung und auch Anforderungen an die Prognosequalität es sinnvoll sein kann, in die Mikrostruktur, ein Stück weit in die Mikrostruktur reinzuschauen. Und das ist im Übrigen nicht nur bei Faserverbundwerkstoffen wichtig und hilfreich, sondern auch bei metallischen Werkstoffen.